Ich habe Post gekriegt. Und zwar vom Armin. Das ist der Bastler auf Desaster. Der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und der hat mir diesen Kalender geschickt. Und den kann ich ganz prima hier in der Werkstatt gebrauchen. Und lieber Armin, wenn du das siehst, vielen, vielen Dank. Da habe ich mich super drüber gefreut. Und ja, wer den Kanal vom Armin noch nicht kennt, ich verlinke ihn nochmal in der Videobeschreibung und schaut mal rein. Er wird sich bestimmt über das ein oder andere Abo auch freuen und über Kommentare natürlich. Ja, prima. Armin, der Kalender, der kommt hier in die Werkstatt und den wirst du im gesamten nächsten Jahr hier in meinen Videos sehen. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin mitten in meinem Charity-Projekt 2023, in dem ich Holzspiele baue für Altenheime. Und da erreichte mich ein Auftrag von meiner Frau. Sie braucht dringend was für eine Freundin, die Geburtstag hat. Und zwar braucht die so ein Gestell für Schmuck dran zu hängen und ja, für Gedöns halt. Und sie hat mir da auch ein Bild gezeigt von, ja, aus dem Internet, was sie sich da vorgestellt hat. Aber ich wandle das ein bisschen ab und wir haben ja bald auch Weihnachten. Und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen eine Geschenkidee oder auch eine Weihnachtsdeko-Idee. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Los geht's! Was ich dafür brauche, sind ein paar Rundhölzer. Einmal 25 mm und ein paar Hölzer in 8 mm und ich brauche noch eine Grundplatte Buche. 20, 25 mm dick ist die Platte. Soll ja auch stehen bleiben. Muss ein bisschen Gewicht haben unten. Als Grundplatte nehme ich hier die Abdeckplatte von einem alten Wohnzimmerschrank Buche. 35 mm. Das sollte wohl halten. Und den Kreis, den schneide ich mir jetzt mit der Kreisschneidevorrichtung für die kleine Makita aus. Die soll einen Durchmesser von 18 cm haben.
Damit ist das Projekt auch fertiggestellt. Das ist ein schöner Ständer für Schmuck dran zu hängen oder Uhren oder was auch immer, was die Dame des Hauses denn da so alles hat. Und gleichzeitig habe ich den so gestaltet, dass er quasi hier wie ein Tannenbaum nach oben sich verjüngt, so dass man ihn auch als Weihnachtsdeko benutzen kann. Ich denke, das wird gefallen. Ist ein schnelles Projekt. Da kann der ein oder andere vielleicht noch schnell für seine Frau etwas zu Weihnachten bauen oder für irgendjemand anderen, der sowas brauchen kann. Man muss das natürlich nicht hier versetzen, diese Stäbe. Ich habe es so gemacht, weil wenn da Ketten dranhängen, dann berühren die sich nicht gegenseitig. Man kann es auch mit vier Stäben machen, dann sind die halt um 90 Grad versetzt. Und ich habe es halt hier mit 5 gemacht und haben wir irgendwas mit 70 Grad habe ich die versetzt. Geölt habe ich das Ganze mit Tungöl. Tungöl aus dem Hause Bindolin. Das ist ein lebensmittelechtes Öl, ohne Zusatz von irgendwelchen Konservierungsmitteln oder schädlichen Stoffen. Dazu erzähle ich euch demnächst ein bisschen mehr. Ich hoffe, das Projekt hat euch wieder gefallen. Und wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und über das ein oder andere Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.